Zwei Forschungsprojekte aus dem Kreis Gießen sind vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für eine Förderung ausgewählt worden. Der parlamentarische Staatssekretär Dr. Helge Braun übergab am Dienstag Zuwendungsbescheide bei der Firma Fötsch Industrietechnik in Reiskirchen und bei der Firma Beuder Kunststofftechnik in Langgöns über insgesamt 2,1 Millionen Euro. Die beiden Schunk-Gesellschaften Fötsch und Schunk Kohlenstofftechnik arbeiten mit vier Partnern an dem Projekt Faserverbund Leichtbau mit automatisierter Mikrowellenprozesstechnik, kurz FLAME. Das Besondere an dem Projekt FLAME ist, dass wir nun großflächige Bauteile und Präzisionsbauteile aus Kohlenfaserverbundwerkstoffen nicht wie konventionell in thermischen Öfen oder Autoklaven aushärten wollen, sondern nun in der Mikrowelle, weil das Ganze viel schneller, energieeffizienter geht. Und das ist das Kernthema in unserem neuen Projekt FLAME. Dieses Projekt bietet in der Zukunft neue Perspektiven zur Fertigung von Leichtbauteilen in der Luftfahrt und Fahrzeugtechnik. Außerdem fördert das Ministerium das Projekt Smart Inspect, welches die Ursachen für Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Größen im Werkzeug- und Formenbau zeigen soll.